kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 2 Returning New Balance. So, wir sind hier gerade im Hafen unterwegs und das Spiel muss sich ein bisschen entlaggen. Und ja, wir können auch mit Gavel sprechen. Ich habe ja noch ein paar Informationen zu den Orks von Ragnar. So. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören! Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was den Ork vor der Stadt angeht. Ja? Mach dir über ihn keine Gedanken. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Werde ich tun. So. Was haben wir denn noch so zu tun? Der versteckte Schatz. Achso, das war mit Viper die Geschichte. Gutes Essen. Drei Flaschen Wein, einen Schinken, ein Stück Käse, ein Glas Honig und ein paar Weintrauben. Wein habe ich. Ich glaube, nur die Weintrauben fehlen mir. Können wir mal gucken, ob ich irgendwo Weintrauben auftreiben kann. Auftrauben. Achso, und ich wollte noch schauen. Rohstahl haben wir 4. Das könnten wir herstellen aus den Dingern hier. Wir machen mal glühenden Stahl. Nummer 2. Erledigt. Pfeilspitze können wir machen. Aber ich kann keine Klinge herstellen. Dafür muss ich wahrscheinlich erst ein Schwert schmieden können, ne? Okay. Ja gut, dann hat das für mich erstmal keine Bedeutung. Ich dachte nur, dass ich mal versuche, diese Klingen zu schärfen, aber anscheinend kann ich nicht einfach so eine Klinge herstellen. So, wie viel Uhr ist es jetzt? Es ist 18 Uhr. Wir können ja mal bis Mitternacht oder bis Nacht pennen, weil da ist ja noch dieser Friedhof. Der Horrorfriedhof. Nachts beim Friedhof. Ich gehe einfach mal hier irgendwo pennen. Da hat doch bestimmt Matteo nichts gegen, oder? Wir schlafen mal 4 Stunden. Ist jetzt kurz vor 11. Dann schauen wir uns mal die Geschichte mit dem Friedhof an. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Hat aus Versehen einen Geschwindigkeitstrank getrunken. Wollte eigentlich, ich habe vergessen, alles falsch gerade. Ich habe vergessen, welche. Ah, das ist die Laterne auf 8. Oh nein. Naja, das war's wohl schon.
Und mit diesen Num-Tasten-Kombinationen, da habe ich das noch nicht so ganz verinnerlicht, wo was ist, weil ich bisher noch gar keine Lampe hatte, bis zur letzten Folge, glaube ich. Von daher, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Aber die Laterne ist cool. Wegen deines Auftrags. Ja? Hast du etwas herausgefunden? Es waren einfach nur Moderats. Sie wurden von etwas angelockt, aber ich bin mir nicht sicher, was genau. Ich danke dir im Namen Enos. Dennoch ist noch etwas Ungewöhnliches in deiner Abwesenheit passiert. Und was? Letzte Nacht ist deine Bürgerin Vanessa verschwunden. Eine Entführung? Vermutlich wieder Banditen. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber du musst es herausfinden. Klar, wer auch sonst. Sprich mal mit Fenia, sie scheinen sich zu kennen. Klar, wer auch sonst. Was für ein treffender Spruch. Fenia, die ist aber bestimmt jetzt nicht mehr im Stissel hier. Das mit dieser Laterne finde ich übrigens sehr cool. Das erinnert mich direkt an Dragon's Dogma, wer das kennt. Da konnte man sich ja auch mal so eine Laterne umhängen. Raus hier! Was suchst du hier? Ja, raus mit dir! Trick 17 funktioniert immer. Kluges Kerlchen. Warte mal. Weißt du, wo Vanessa steckt? Ich weiß nicht, aber vielleicht weiß es ihr Freund. Weißt du etwas über ihn? Ich weiß etwas, aber ich will ehrlich zu dir sein. Er ist ziemlich unheimlich. Was ist das Problem? Er kleidet sich ziemlich düster und dann noch diese seltsamen Narben im Gesicht. Interessant. Weißt du, wie er heißt? Ja, sie hat ihn mir vorgestellt. Er heißt Riegeljung. Und wann hast du sie das letzte Mal gesehen? An dem Abend, an dem sie verschwunden ist. Die beiden wollten in die Hafenkneipe gehen. Okay. Werft einen Blick in die rote Laterne. Den Himmel auf Erden. Hier bearbeiten unsere Mädels eure Gesichter. Aber auf die gute Art. Nur wenn ihr nicht dafür bezahlen könnt, dann bearbeite ich eure Gesichter. Dann frage ich mal Cardiff. Sind neulich ein Mädchen mit ihrem Freund hierher gekommen? Junge, das hier ist eine Taverne. Hier geht ständig Leute ein und aus. Versuch dich zu erinnern. Ich werde dir auch mehr als üblich bezahlen. Das hört sich doch gut an. Gib mir 30 Goldmünzen und ich werde dir alles erzählen. Dann leg mal los. Sie waren ein seltsames Paar. Das Mädchen hat die ganze Zeit getrunken, der Mann überhaupt nicht. Er wollte nur etwas essen. Okay, was noch? Am Ende lagen sie sich im Arm und er hat sie betrunken herausgetragen. Das ist schon deutlich interessanter. Wo sind sie hingegangen? Ich glaube Richtung Lagerhaus. Sehr gut. Du hast mir wirklich geholfen. Gut. Wo ist jetzt mein Gold? Nimm es. Danke dir. Nimm es. Richtung Lagerhaus. Da waren wir ja schon drin. Oder vielleicht hier irgendwo? Tja, das Bürgerinnenkleid, wer hätte das gedacht? In der Lagerhalle am Hafen fand ich ein Kleid. Was ist hier wohl passiert? Zeit, um Lothar zu berichten. Achso, habe ich den eigentlich hier? Die habe ich ausgeraubt, ne? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Jo. Na dann gehen wir mal zu Lothar. Mm-hmm.
Ich hätte mal wirklich immer was zu tun, ne? In der Mod. Also ich war noch gar nicht bei Odas Hof. Wir waren noch nicht bei den ganzen Bauern und so. Ich glaube, man kann sich hier im Kapitel 1 bestimmt, ich schätze jetzt mal, schon alleine 30, 40 Stunden aufhalten. Wenn die Questdichte so bleibt wie hier in der Stadt. Ne? Ich habe Neuigkeiten. Also es war so, Vanessa und ihr Freund sind in die Hafenkneipe gegangen. Dort hat sie sich verlaufen lassen und er ist mit ihr betrunken weggegangen. Komm zum Punkt, langweile mich nicht mit Details. Laut Cardiff sind sie zum Lagerhaus gegangen. Als ich dort ankam, habe ich dieses Kleid gefunden. Dann ist es doch eine ernste Angelegenheit. Weißt du, wie er heißt? Ja, Regillon. Hm. Das ist der ehemalige Lehrling von Constantino. Geh zu ihm und finde mehr über ihn heraus. Der ehemalige Lehrling von Constantino. Ich frage mich aber wirklich, warum Lothar uns diese Aufgabe gibt. Weißt du, Lothar, der traut uns nicht mal zu, einen Job zu finden. Will er uns, also erstmal, ne? Und dann, wo wir im oberen Viertel sind, macht er auch noch dumme Sprüche und jetzt gibt er uns irgendwie so einen Detektivauftrag. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Oder will er uns prüfen? Was ist los? Ich muss dich leider wecken und dich über deinen alten Lehrling ausfragen. Hattest du mal einen Lehrling namens Regillon? Erinnere mich bloß nicht an ihn. Seit ich ihn rausgeworfen habe, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und warum der Rauswurf? Er wollte die hohe Kunst der Alchemie für seine niederen Zwecke missbrauchen und einen Mann vergiften, der ihm noch Gold schuldete. Er war ziemlich ungeduldig und hat oft seine Beherrschung verloren. Wer könnte mir sagen, wo ich ihn jetzt finden kann? Er war ziemlich eng mit dem Friedhofswärter befreundet. Aha, und so schließt sich der Kreis. Der Friedhofswärter, der chillt ja auch im Hotel. Ich habe den da schon mal nachts gesehen. Da ist er doch. Kennst du einen Mann namens Regillon? Ein paar Mal ist ein Mann mit diesem Namen bei mir vorbeigekommen. Nicht, dass wir uns wirklich kannten, wir haben nur wenig miteinander gesprochen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Ich habe keine Ahnung. Der Friedhofswärter hat gemeint, er kenne Regillon nicht. Das ist seltsam. Ich denke, ich sollte mir nochmal nachts den Friedhof ansehen. Vielleicht waren diese Geräusche nachts am Friedhof ja doch nicht die Mole Rats. Das dachte ich mir auch. Ich dachte auch eigentlich, dass Lothar schon sagt, das kann doch nicht alles gewesen sein und uns dann wieder zurückschickt oder so, aber naja, jetzt schließt sich ja der Kreis ein bisschen. Ich meine, es ist ja noch eins, also können wir direkt wieder dahin. Stimmt, ist das irgendwie so ein Belia-Kultist oder so? Da ist ja unser neugieriger Freund. Und wer bist du? Viel wichtiger, bist du zufällig hier? Weißt du etwas über ein verschwundenes Mädchen? Warum sollte ich einen Toten mit diesem Wissen belasten? Oh shit. Du Anfänger. Du Anfänger. Alter, der macht einfach 4 Schläge hintereinander. Also den zu besiegen, das wird ja ewig dauern. Kann mir die Wache nicht helfen gegen den?
nicht hierher gekommen. Ja. Steck die Waffe weg. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Hau den weg. Das war's für dich. Noch nicht mal Gold. Notiz eines Unbekannten. Aber der war mir ein bisschen stark. Klar, habe ich jetzt keine Erfahrung bekommen, aber was soll's. Du weißt, was zu tun ist. Er hat etwas gegen mich in der Hand. Warte nachts auf dem Friedhof auf ihn und töte ihn. Mhm. Ich denke mal, ich muss Lothar berichten. Ah, okay. Nee. Ich sollte mich auf dem Friedhof nach Hinweisen umsehen. Das ist schon krass, ne? Dass die Quests dann teilweise so harte Gegner haben. Seltsamer Knochen. Ich habe einen seltsamen Knochen am Friedhof gefunden. Sieht noch frisch aus. Auf dem Knochen sind Symbole eingeritzt. Auch getrocknetes Blut ist zu erkennen. Vermutlich kann Xardas mehr dazu sagen. Okay, ich wollte ja sowieso nochmal zu Xardas. Dann ist der Zeitpunkt also jetzt gekommen. Na gut. Machen wir einen kleinen Nachtspaziergang zu Xardas. Das Einzige, was ich jetzt traurig finden würde, wäre, wenn Jesse stirbt, weil Cavallon ihn jetzt umbringt. Aber ich meine, Jesse stirbt spätestens in Kapitel 3, wenn er da oben rumsitzt, ne? Hey, 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 mein Kleiner. Die Hasen sind gut, die bringen wenigstens Fleisch. Mir wurde ja schon von Anfang an gesagt, ich soll mal auch zu Xardas zurückgehen und da oben im Turm mich nochmal umschauen, da hätte ich wohl was übersehen. Da bin ich mal gespannt, was ich da Wichtiges übersehen habe. Vielleicht ist da wirklich irgendwas sehr Wichtiges, ein Schlüsselelement. Ich hab ein bisschen Angst jetzt, dass Jesse stirbt, ne? Würde den gerne retten. Aber er ist nicht hier. Der ist vielleicht auch woanders hingegangen. Habe ich eigentlich noch Lernpunkte? 6 Stück. Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Dank dir. Warum sitzt du eigentlich hier immer noch rum? Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen?
Dilemma Ausdauer plus 50. Andererseits könnte ich auch nur 3 Ausdauer lernen, dann hätte ich 200. Ich dachte nicht, dass Ausdauer so günstig ist zu lernen. Jetzt haben wir 200 Ausdauer. Jetzt müsste ich doch dann mehr Schaden im Nahkampf machen. Das wurde mir zumindest gesagt, dass man pro 100 Ausdauer irgendwie mehr Nahkampfschaden macht. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das merke. Weil gerade bei so einem Gegner wie eben hätte mir das sehr viel gebracht. Und diese Wächter sind so übel, ne? Guten Tag. Kannst du dir diesen Knochen mal ansehen? Gute Arbeit, würde ich sagen. Nicht schlecht für einen Anfänger. Du missverstehst. Ich habe ihn am Friedhof gefunden. Ja. Nun, in jedem Fall ist der Knochen gut für das Ritual vorbereitet. Was für ein Ritual? Nekromantie natürlich. Willst du damit sagen, dass in Korinnes ein Nekromant aufgetaucht ist? Was überrascht dich daran? Ich habe einfach nicht damit gerechnet. Nun stör mich nicht weiter. Ich habe zu tun. Okay, Xardas. So, wir können jetzt aber auch nochmal löchern. Wir haben ja einige Sachen noch. Hast du schon mit Lester gesprochen? Ja, ich habe ihn ordentlich gelöchert. Er konnte mir viel berichten, aber er ist völlig erschöpft. Dass er diese Flucht überhaupt überlebt hat, grenzt schon an ein Wunder. Ich habe ihn erstmal ins Bett geschickt. Was hat er erzählt? Nichts Gutes. Er hat nicht nur einen Drachen gesehen, sondern auch Männer in dunklen Kapuzenmänteln. Und? Wenn es diese Männer gibt, dann stellt ihre Anwesenheit eine mögliche Bedrohung dar. Und das gefällt mir nicht. Hier, nimm meinen Ring. Er wird dich vor Magie beschützen. Danke. Also zu Lester ist er so väterlich irgendwie. So, ne, der arme Kerl. Ich habe ihn erstmal ins Bett geschickt. Aber bei uns ist er so, geh Drachen töten. Naja, zumindest hat er einen Ring verschenkt. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können, aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Kannst du mich in die Geheimnisse der dunklen Magie einweihen? Deine Bitte überrascht mich etwas. Ehrlich gesagt konnte ich mir nicht vorstellen, dass du dich dafür interessieren würdest. Selbstverständlich verstehe ich deinen Wunsch, ein Magier zu werden und die Macht über die Runen zu erlangen. Aber es gibt mehrere leichtere Wege zu diesem Ziel, als der Weg eines Nekromanten und Dämonenbeschwörers. Ganz wenige beschreiten diesen Weg, denn er ist unglaublich schwierig und gefährlich. Und der einzige Begleiter auf diesem Wege ist die Einsamkeit. Davor habe ich keine Angst. Auf der Insel gibt es doch auch Vertreter von anderen Göttern. Was ist mit den Feuer- oder Wassermagiern? Bei ihnen wirst du ja auch finden, wonach du suchst. Ich verspüre, dass ich nur in der Finsternis meine wahre Zuflucht finden kann. Das ist meine Vorbestimmung. Bist du dir damit völlig sicher? Ich weiß nicht. Ich speichere erstmal. Ich war in der Stadt. Und? Konntest du mit dem Anführer der Paladine reden? Ich werde nicht bei ihm vorgelassen. Unsinn. Du wirst doch einen Weg finden, zu ihm zu kommen. Notfalls geh ins Kloster und werde einer der Magier. Das ist zwar von meinem Standpunkt aus gesehen moralisch fragwürdig, aber es bringt dich auch zum Ziel.
Als Magier wirst du auf jeden Fall vorgelassen. Er tut so, als würde man Magier mal eben innerhalb von einem Tag. Ich meine, der Held kann das ja mit der Prüfung des Feuers, aber andere werden ja Magier über Jahre. Hast du über meine Bitte nachgedacht? Ja, wenn du mein Lehrling sein willst, werde ich dir eine Aufgabe geben. Was sagst du dazu? Nee, ich mach's erstmal noch nicht, weil ich will erstmal gucken, was es noch so gibt. Wobei, ich glaube, dann bin ich noch nicht dabei, ne? Aber ich muss darüber nachdenken. Ich muss es mir noch überlegen. Gut, lass dir Zeit. Werde ich. Wir können die Aufgabe uns ja später mal angucken, aber erstmal... erstmal nicht. Bist du immer noch erschöpft? Und wie. Ich habe Xardas alles erzählt. Jetzt werde ich noch ein bisschen pennen. So ein bis zwei Tage oder länger. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich denke nicht, dass du mir helfen kannst. Obwohl. Was ist? Ach, ein paar Züge des guten alten Sumpfkrauts, das wir damals im Sumpf angebaut haben, würden wir jetzt sehr gut bekommen. Erinnerst du dich noch an den schwarzen Weisen? Dieses Kräutchen konnte einen ganz schön erheitern. Vielleicht könnte es mir meine Kräfte wiedergeben. Wenn du willst, könnte ich mal versuchen, dir das Kraut zu besorgen. Ach, es ist kaum noch zu finden. Ich hörte, dass sogar die Brüder am Pass dieses Kraut nicht mehr anbauen. Wie dem auch sei, wenn du Zeit hast, könntest du versuchen, das Kraut für mich aufzutreiben. Gut, ich werde tun, was ich kann. Joa. So, dann schaue ich mal, was ich hier oben verpasst habe. Muss erstmal eine halbe Stunde hier hochlaufen. Man läuft echt so lange hier hoch, ne? Man kann anscheinend hier raus. Ja, stimmt, da ist eine Plattform. Ihr habt mich aber jetzt nicht wegen einem Feuer... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Ich denke, man kann da auch noch rüber. Und da ist bestimmt irgendwas Krasses. Holy shit. Ich wusste, dass das passiert. Dieser Sprung ist so doof, ne? Ich wünschte, ich hätte den anderen Sprung. Ja, geil. Also mit dem normalen Sprung komme ich da nicht hin. So schaffe ich das nicht. Muss den Laufsprung machen. Oder ich versuche es von der anderen Seite mal. Vielleicht ist es da einfacher. Ja, wow. Weißt du, ich will diesen komplizierten Weg hier gehen. Und hier auf der anderen Seite ist aber eine Leiter. Okay, hier sind auch Pflanzen. Und ein Brief. Anmerkung zum Ritual. Ritualfigur. Magischer Dolch. Magisch. Das Ritual des magischen Austausch. Lege morgens die Leiche des Opfers mit den Füßen zur Sonne
und dem Kopf gegen die Sonne. Zünde 4 magische Kerzen an. Benutze den Altar, lege den Mana-Elixier nieder, das Mana-Elixier, und bete zu Belia neben der Leiche des Opfers mit dem Gesicht zur Sonne. Während du die Worte sprichst, Hota Uga Numinus Oklamente. Wenn Belia dir wohlgesonnen ist, wird ein magischer Austausch stattfinden. Du wirst etwas Wertvolles erhalten. Aber muss ich dafür irgendwas opfern? Also, hier steht ja die Leiche, aber... Naja, können wir uns ja vielleicht später mal angucken. So. Ich glaube, dafür brauche ich bestimmt Belia-Gunst. Ein bisschen höher. Irgendwas wollte ich noch nachgucken. Und zwar... Was ist eigentlich jetzt mit diesen Druidensteinen? Was steht hier? Laut Xanas wurden diese Druidensteine von den Druiden genutzt, um sich schneller auf der Insel fortzubewegen. Er weiß nicht, wie man die Steine selbst aktiviert, aber er konnte eine Teleportrune erschaffen, die ihre magische Kraft nutzbar macht. Jetzt muss ich die Druidenartefakte finden, mit denen man die Steine aktivieren kann. Also irgendwas habe ich ja gefunden. Aber ich weiß ja nicht mehr, wo das Ding ist. Da, alter Druidenstein. Möglich ist, die Dings zu aktivieren. Vielleicht muss ich jetzt an einen Stein drangehen. Und dann kann ich das Ding aktivieren. Naja, und wenn ich nachher so ein, wir können ja testweise uns mal diesen dunklen Novizen dann anschließen und dann kann ich ja auch mal probieren, ob dieses Ritual da klappt. Aber erstmal laufe ich jetzt wieder die halbe Stunde die... Also Wendetreppe hier runter. Vielleicht kann ich Xanas auch noch diesem Zettel da fragen. Na gut. Dann haue ich erstmal wieder ab. Ich würde ja natürlich auch Lothar jetzt Bescheid geben, aber wir können doch uns beim Weidenplateau und so umschauen. Ich habe ja hier die Abkürzung noch, die ich gehen kann. Molrid Fett habe ich mir ja besorgt. Also dürfte das doch kein Problem sein. Und kann ich die vielleicht jetzt hier benutzen? Wahrscheinlich muss ich irgendjemanden finden, der mir das generell beibringen kann oder so. So ein Druiden vielleicht. Wer weiß. Gott. Ist das eine Verwandlung in Drachensnapper? Krass. Wollte ich mich auf irgendwas vorbereiten, was jetzt kommt? Das ist ein Keiler?
wilder Keiler. Ach du Scheiße, das ist der Stein. Oh Mann, was ist denn, wenn du so eine Millisekunde zu spät ausgewichen bist, ne? Einfach instant tot. Alles tötet dich einfach mit einem Schlag. Bringt dieses Ding nur 100 Erfahrung. Verrückt. Da oben sind zwei. Ich weiß nicht, ob ich zwei schaffe. Wahrscheinlich ja nicht. Oh shit! Alter, ich könnte weinen. Der eine hat sich voll im Gebüsch versteckt. Die Sache ist, nur man muss ja auch gegen diese Dinger kämpfen, alleine wegen Schadenspunkten und sowas. So einen einzelnen Lurker schaffe ich ja easy. Aber zwei? Keine Chance. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich ein wenig mehr Schaden mache. Ich hätte auf jeden Fall gerne mal bald eine andere Waffe, also muss man dafür sorgen, dass ich diesen Piratensäbel hier tragen kann. Weil der macht 70 Schaden und das wäre schon ein ordentlicher Boost. Wie viel Geschick haben wir jetzt? Ja. Brauche ich da eigentlich noch eine andere Waffe, so ein Zwischending? Vielleicht finde ich ja irgendwas bei den Banditen oder so. Wegen der Banditen könnte vielleicht besser sein? Ich weiß es nicht. Ich habe auch gesehen, dass Harad andere Waffen noch verkauft. Also beim Lurker machen wir guten Schaden, finde ich. Ich habe etwas gefunden. Glaube auch. Mein Bogen ist öfter mal so ein bisschen buggy. Was mache ich bei dem so für Schaden mit dem Bogen? Einfach mal, weil es mich interessiert. Kaum. Und wie viel mache ich so ohne Fackel? Okay, das geht jetzt mittlerweile. Da ist der Schaden wirklich besser geworden. Ist die Frage, ob man noch weiter in Ausdauer steckt, um noch mehr Schaden zu machen. Oder ob man es jetzt gut sein lässt. Das Erste. Muss man mal
gucken. Hätte ich gewusst, dass Ausdauer lernen, irgendwie dachte ich, dass... Also nicht, dass das pro Lernpunkt gleich 10 bringt. Also ist es ja gar nicht so schwierig, das so hoch zu pushen. Also mit 10 Lernpunkten könnte ich jetzt ja nochmal auf 300 kommen. Vielleicht wäre das wirklich sinnvoll. Muss ich mal ausprobieren. Was mache ich jetzt mit euch? Die sind ultra stark. 2 sind halt echt übel. Ich könnte mich höchstens irgendwo... irgendwo oben hinstellen. Shit, da sind Banditen. Da sind einfach mal Banditen. Aber das sind freundliche Banditen. Ich mach dich fertig. Ah, es sind keine freundlichen Banditen. Ich dachte, das sind so Erpresser, die Wegzoll von einem abverlangen. Womit habe ich das nur verdient? Komm schon. Bandit, hilf mir gegen den Keiler. Oh Junge, ey. Also der Schwierigkeitsgrad ist schon extrem. Und da haben Leute zu mir gesagt, du hättest auf jeden Fall auf hart spielen müssen. Ich dachte mir nur so, was zur Hölle? Ich kenne die Mod doch gar nicht. Als ob man sich dann freiwillig in den Hardcore-Mode begibt. Mist, hier wollte ich gar nicht hin. Naja, wenn ich jetzt gerade mal hier bin, dann gucken wir mal hier unten. Weißt du, wenn man die Mod kennt und weiß, wo vielleicht bestimmte Items sind oder dies und das ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das dann hinkriegt. Weil man ja weiß, wann was kommt und wie man was machen muss. Aber beim ersten Mal direkt auf Hardcore sowas zu spielen, das ist ja katastrophal. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Hier ist ja ganz schön viel gewachsen. Eine Pflanze? Ich kann ja vielleicht mit Greg zur Höhle gehen. Den Goblins. Keine Steintafel für mich. Und jetzt regnet es auch noch. Diese Regengeräusche sind richtig beruhigend, finde ich. Da ignoriere ich mal. Da die schwarze Goblins. Ja, der hat schon Angst.
Es könnten schwarze Goblins sein, oder? Ja. Jetzt verstehe ich auch immer mehr, warum die Leute sagen Dark Souls, das Gothic Dark Souls, weil der Schwierigkeitsgrad halt echt hoch ist, weil dich am Anfang alles One und Two schottet. Das ist halt schon übel. Wie wär's denn mit so einem Feuerpfeil? Ich zück mal wieder meine Fackel. Das lief doch schon mal besser. Im Regenwetter sieht man auch gerade so schlecht. Der Schaden ist auf jeden Fall jetzt durch die Ausdauer hochgegangen. Das merke ich hier vor bei den Wölfen. Weil ich noch weiß, wie wenig Schaden ich vorher gemacht habe. Das ist gut. Das. Diese Sprüche erinnern mich so an meine Challenge Runs. Auch unbedingt Pfeile. Das hast du verdient. Das hast du verdient, ganz genau. Oh nein! Double Kill. Was ich nur sagen wollte, also diesen Regen finde ich sehr atmosphärisch, aber man sieht so schlecht, ne? Ich bin schon froh, dass ich jetzt solche Viecher hier besiegen kann. Man hat voll die geilen Angriffskombinationen nach vorne. Steintafeln, das ist gut. Ist das eine Höhle da? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, da wäre eine. Irgendeiner Mod, ich glaube, in der Varus Biker Edition, da war da eine Höhle. Die Varus Bike Edition hat auch coole Ergänzungen gehabt, ne? Die Höhle beispielsweise hier oder auch an anderen Stellen, die haben sich so gut in die Landschaft eingefügt, als wären sie immer da. Und auch in Kurines waren einige Häuser erweitert. Ich glaube, die Nostalgic Edition, die hat das dann auch so ein bisschen übernommen.
aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und bei Xeres Rückkehr gab es auch, glaube ich, einige dieser Höhlen wieder. So viele Mods. Steintafel habe ich jetzt 2. Wir könnten... Ja, Ruka, da könnte ich an seine Truhe gehen, aber wahrscheinlich greifen mich dann alle an. Das ist wirklich nicht mein Problem. Oder? Jetzt hier einfach dran gehen. Nö. Hat er nicht gesehen. Hat auch keinen interessiert. Hey, du! Weißt du etwas über die kürzlichen Angriffe eines Schattenläufers? Was für eine Art von Angriff? Kürzlich hat ein Schattenläufer einen Mann nahe der Brücke angegriffen. Ah, das meinst du. Nein, persönlich weiß ich nichts darüber. Und was sagen die Gerüchte? Scheinbar wurde deine Bestie nahe Sekurs Hof gesehen. Aber man kann nie wissen, was in dieser Gegend in den Wäldern lauert. Der Wald ist voll von Monstern. Okay. So, das Wetter klart sich auch ein bisschen auf. Warte, ich sehe es mit dir, Greggy Boy. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Greg hat gar nicht so viele Lebenspunkte im Verhältnis, ne? Vielleicht sind die trotzdem unbesiegbar. Also klar, der hat viele Lebenspunkte, ne? Aber er hat genauso viel wie Laris und so. Und Greg würde ich eigentlich noch stärker einstufen. Als beispielsweise... So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Also was ich nur sagen wollte ist, wenn zum Beispiel Laris und Greg kämpfen würden, dann würde ich eher auf Greg setzen. Junge, er rastet ja komplett aus. Ein Mist, aus. Viel weniger. Goblin Hammer? Das ist ja der Hammer. Junge! Schöne! Wie gefällt dir das? Fällt mir das? Ich bin fast tot. Greg! Oh! Ach du Scheiße. Vielleicht gehe ich nicht in diesen Bereich der Höhle. Aber hier, Junge, was geht hier ab mit den Goblins? Was ist mit Greg? Ja, Greg, das kannst du selber machen. Bist du bescheuert? Wie zur Hölle? Weißt du, in dem Fall kann man doch die Quest dann umschreiben, dass Greg mitkommt. Das ist doch absolut lächerlich.
Ja, es wird wieder nichts. Ah, ich krieg sogar die Erfahrung, okay. Ich krieg sogar die Erfahrung. Junge, das war ja bescheuert. Der Goblin, Alter. Ja, Greg, du weißt schon, dass ich die alle zu dir locken werde. So, ich kann ja auch mal in den Trinken diese Dinger hier benutzen. Nahkampfschaden um 15. Das ist wahrscheinlich gar nicht so wenig, oder? Zum Beispiel hier wäre es gut, wenn die Gegner verschwinden würden, die man schon gelootet hat. Damit man keinen verpasst, ne? Ja, dem geht's gut. Naja, aber er ist in meiner Gruppe, also von daher verzeihe ich dem Spiel das denn doch, dass hier so viele sind. Hat er gerade seinen eigenen Goblin umgebracht? Ja, der bringt irgendwie seine eigenen Leute um. Hey, warum hat Greg jetzt die Anfängerhaltung auf einmal? So, Kinders, komm mit. Ricky Boy, gute Arbeit. Der hat ihn nicht angegriffen, ne? Das ist nicht sein scheiß Ernst. Ein Drecksvieh weniger. Ja, du hast es nicht so gut gemacht, muss ich sagen. Das ist schon hart. Ah, da ist ja noch einer. Tja, ich würde sagen, den Rest der Goblin-Höhle schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss.